So, und es geht weiter mit Resident Evil HD. In der letzten Folge haben wir den Schlüssel ausgetauscht. Den Fälschungsschlüssel gegen den richtigen Rüstungsschlüssel. Aber bevor es losgeht, okay. Wir sind startklar. Das Benzin lassen wir mal noch drin. Ein Zombie können wir noch verbrennen. So, aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erst durch diese Türe hier. Jawoll. Und schon wieder Pflanzen. So, hier liegt wieder was auf dem Tisch. Oh, ein alter Schlüssel. Okay, den kann man immer gut brauchen. Hier haben wir Erste-Hilfe-Kasten. Ist wahrscheinlich ein Spray drin. Ne? Ah, okay, von rum. Und natürlich ein Spray. Aber jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder voll, oder? Ah, ne, ein Slot haben wir noch. Haben wir noch was? Farbbänder, okay. Ah, hier liegt nochmal was. Hey. Grüne Medizin, okay. So, da gehen wir noch kurz in den anderen Raum. Okay, gut. Zum Glück sind wir erst in den anderen Raum. Also hätten wir keinen alten Schlüssel. So. Oh, der Raum kommt mir bekannt vor. Ja, der kommt mir bekannt vor. Testament des Forschers. Da ist ein Brief. 3. Juni 1998. Meine liebe Alma, bitte verzeih, dass ich dich nicht anrufen konnte. Ein Mann mit einer Sonnenbrille bot uns jegliche Telefongespräche. Es tut mir leid, Alma. Ich weiß nicht, wo ich angefangen soll. Ich weiß nicht... Hä? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll oder wie ich in einfachen Worten erklären kann, was seit unserem letzten Gespräch geschehen ist. Ich hoffe, es geht dir gut. Du vergibst mir meine Abschweifung, denn dieser Brief fällt mir nicht leicht. Selbst während ich schreibe, spüre ich, wie grundlegende Konzepte mir erreichbar werden und in Verzweiflung und Verwirrung versinken. Doch ich muss dir sagen, was ich auf dem Herzen habe, ehe ich ruhen kann. Eieiei. Alma, bitte glaube mir, dass ich dir nur die Wahrheit sage. Die ganze Geschichte bräuchte Stunden und die Zeit ist knapp, daher nimm diese Tatsachen hin. Letzten Monat gab es einen Unfall im Labor und der Virus, den wir erforschten, wurde freigesetzt. Alle meine Kollegen die infiziert wurden, sind tot oder dem Tode nahe. Und die Art der Krankheit bedeutet, dass die noch Lebenden den Verstand verloren haben. So, dieser Virus raubt seinen Opfern ihre Menschlichkeit und zwingt sie, Leben zu suchen und zu zerstören. Ja, was Zombies halt eben so machen. Selbst während ich dieses schreibe, höre ich sie vor meiner Tür. Geistlos, hungrige Tiere. Eieiei. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wieder zu sehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, das nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich.
In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, so leid. Martin Trackhorn. Okay, das war anscheinend hier ein Laborant oder Versuchskaninchen, je nachdem. Auf jeden Fall wurde er zum Zombie. So, aber irgendwas kann man doch hier machen. Aber... Ey, warum haben wir denn einen Slot frei? Nein. Wir gehen mal noch kurz nochmal zurück. Noch kurz in den Raum nochmal. So, wo lang denn nochmal? Was hier noch? Hier, oder? Jawohl. So, nehmen wir noch mit. Stimmt, wenn wir den alten Schlüssel ja hier abgelegt haben. So, jetzt gehen wir zu glücklicher unser Safely Room gleich um die Ecke. Denn hier liegen ja auch noch zwei Pflanzen. So, auf jeden Fall wurde der eine da infiziert, so wie es aussieht. Ich weiß zwar nicht, an was er geforscht hat, aber ich glaube, ich weiß es noch. Ich kann es mir vorstellen. Wegen dem Aquarium. Warum habe ich... Achso, die habe ich eingesammelt, stimmt. So. So, haben wir wieder Platz. So, dann gehen wir wieder hoch zum Raum. Und lösen das komische Rätsel. Ich glaube, ich weiß sogar noch, was wir machen müssen. Lassen wir mal noch. So. Bienenpräparat mitnehmen natürlich. Verschiedene Angelköder. Bienenköder nehmen wir natürlich auch mit. Den Schalter drücken wir mal noch nicht. Ich vermute, ja genau. Ah, Angelhaken. So, genau. So. Kombinieren. Ne. Ah, okay. Achso, nee. Bla bla bla, nee. Nein. Den fügen wir hier ein. Nein, nicht mitnehmen. So, ich habe kurz einen Cut machen müssen. Mein Handy war nicht lautlos, deswegen
So, aber jetzt können wir ja den Schalter drücken. Tata! Jawohl. Was haben wir hier? Oh, eine Biene. Alter, was für eine riesige. Boah. Pfui. Dab doch drauf. Jawohl. Hehe. Die lebt noch, oder? Scheiß Vieh. Tot? Naja, sieht so aus. So. Haben wir das, glaub, auch erledigt. Jawohl, die zwei Dinge noch mitnehmen. So, aber das Ding können wir ja mal kurz untersuchen oder prüfen. Windwappen. Es weist ein Windsymbol auf. Okay, so sieht ein Wind aus, alles klar. Keine besonderen Merkmale. Ja, dann einfach nur ein Windwappen. Legen wir, denke ich mal, vorübergehend erstmal in die Küste. Mir fällt jetzt gerade nichts Besonderes ein, wo so ein Sechskant was gab oder was ein Achtkant, ne, war ein Sechskant, so ein Sechskantteil reinpassen könnte. Deswegen legen wir das schön zu der Maske. Und ne, machen wir es andersrum, die Maske. Hier der blaue, hier die Hundepfeife, hier, genau. Und hier hallo, ah, jetzt so. Kombinieren wir mal kurz so. Dass wir ein bisschen Auswahl haben. So, jetzt haben wir aber auch schon drei rotes Kraut, das wollte ich gerade schon sagen, rote Pflanzen, aber das sind ja Kräuter. So, den einen Schuss füllen wir auch noch auf. So, dann würde ich sagen, geht's weiter. Nur wohin? Es geht immer weiter. Ah, wir könnten noch, genau. Da der Raum rechts. Aber zwei, jetzt weiß ich bloß nicht, ob das ein Rüstungs- oder ein Helm. Egal, gehen wir mal hin. Hoch müssen wir ja eh. Weil die Türe ja klappt kaputt ist. Leider schon. Das war ja, glaub, der Raum mit dem Kamin, wo man mit unserem Feuerzeug den Kamin anzünden konnte. Genau. So, diese Türe ist verschlossen. Okay, Helmschlüssel, alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Dann überlege ich mal, wo wir denn mal noch hin könnten. So, im Erdgeschoss hat es hier noch drei Türen. Auf der rechten Seite. Ja komm, ich glaube, wir bleiben jetzt mal im ersten Stock. Gehen einfach mal in den rechten Flügel vom Herrenhaus.
So. Langsam kenne ich mich hier auch aus. Das Spiel kommt langsam ins Rollen. So, jetzt muss ich hier rüber. Jawohl. Na. Na, die eine Türe, die probieren wir kurz aus. Vielleicht funktioniert die ja. Halt, Moment. So, hier geht's rein. Und dann gleich die nächste rechts. Das müsste diese Türe sein. Ach, die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Dann versuchen wir doch mal nochmal die andere Türe. Noch. Das war die hier, oder? Rein, genau. So, bitte kein Helmschlüssel. Ein Helmschlüssel. Ach man. Das gibt's doch nicht. Ich kann eigentlich nur noch. Komm, geh mal runter. Juhu! So. Mit bisschen Begeisterung. So, hier liegt eine Granate. Irgendwas. Irgendein Geräusch habe ich schon gehört. Hier tut es irgendwelche Schläge. Na? Einen Dolch, immer nützlich. So, das kommt mir auch noch bekannt vor. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichtes. Ah, da kommt der blaue Diamant wahrscheinlich rein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Aber wir checken hier jetzt trotzdem noch. Ich möchte noch diese Folge noch ein bisschen in die Länge ziehen. So, wir gehen jetzt mal noch hier runter. Vielleicht können wir dann diese Türe öffnen. Ziehen wir diese Tür. Okay. Dann können wir jetzt durch diese Türe durch. Dann sind wir hier kurz vom, vom Anfang da, vom Esssaal. Genau, hier sind wir. Aber wir gehen wieder rein. Ich habe jetzt sie nur aufgeschlossen, damit wir jetzt von dieser Seite halt eben rein können. Damit wir schnell hier zum Safely Room kommen. So, hier hinten wollte ich noch. Von hier kommt glaube ich auch die Schläge. Die werden jetzt hier immer lauter. Ah ja, hier sind ja Zombies so am Fenster. Hallo! Okay, hier geht's rein. Spannung, Spannung, die Spannung steigt. Was ist dahinter? Okay. Warte, okay. Pfui. Tentakel. Irgendwie interessieren würde mich hier, würde mich das jetzt schon nicht hier jetzt mal so reinlaufen, was die Dinger. Aber. Ah,
hier kommen wir, den Krautvernichter-Dingsbums da. Jetzt, genau, nein. So. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was wir in der nächsten Folge machen. Die nächste Folge wird auf jeden Fall viel gemacht. Deswegen gehen wir jetzt mal erstmal zurück in Sicherheit in unseren Raum. So, wir müssen auf jeden Fall den blauen Diamanten und die komische Sack da mit der Säure, nenne Säure, Unkrautvernichter halt. So. Unkrautvernichter einmal. Und wo waren, das war unten. Wo war der blaue Diamant? Der blaue Diamant. So. Ja, da würde ich sagen, beende ich hier diese Folge, die auch wieder ziemlich spannend war, fand ich. Also mir macht das Spiel immer mehr Bock, hä? Zum Glück habe ich jetzt ein bisschen Zeit am Wochenende zum Zocken. Und ja, mich würde es freuen, wenn du bei der nächsten Folge natürlich auch wieder dabei bist. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann. Da würde ich einfach mal sagen, bis dann, ciao!